So, ich bitte alle Platz zu nehmen. Wir wollen fortfahren mit Tagesordnungspunkt 3, dem Regionalbischofsbericht aus dem Sprengel Erfurt. In unserer Tagesordnung stehen die beiden, die Bischöfin und der Bischof, aber es haben sich schon mehr hier formiert an der Seite. Und so sind wir jetzt gespannt auf den Bericht und ich bitte Sie, ihn einzubringen. Frau Lauer-Stöber, die fragte gerade ganz irritiert, die gehören alle zu Ihnen? Ja, die gehören alle zu uns. Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, das ganze Bild sehen. Am vergangenen Heiligabend war es soweit. Die Verbindung zum christlichen Glauben wurde für das Weihnachtsfest ganz öffentlich für entbehrlich erklärt. Ich saß dazu gerade im Auto auf der Fahrt zwischen der zweiten und der dritten Christvesper und wartete auf das Wort der beiden großen Kirchen in Deutschland zum Weihnachtsfest. Das kommt sonst in den Nachrichten. Diesmal wartete ich umsonst. Meines Erachtens erstmalig wurde diese Rolle in der Spitzenmeldung vom Verband der Konfessionslosen und Atheisten übernommen. Es ging um den Weihnachtsbaum, die Familie, die Bescherung, die Musik. Ich brauche keine Christvesper, ließ sich der Sprecher vernehmen. Weihnachten gibt es auch so. Gott sei Dank kam es Ostern anders. Am Ostersonntag war ich gerade auf der Rückfahrt von einem Gottesdienst, als 12 Uhr nicht die Nachrichten, sondern das live übertragene Osterwort von Papst Franziskus zu hören waren. Die kommenden Minuten waren simultan übersetzt von einem Dutzenden Sender in und außerhalb Deutschlands gleichzeitig übertragen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, rief der Papst in alle Welt hinaus. Und weiter, dieses wahrhaft sagt uns, dass die Hoffnung keine Illusion, sondern die Wahrheit ist. Ostern hat sich das Schicksal der Welt verändert. Ab jetzt ist die Botschaft die treibende Kraft im Leben der Glaubenden. Eine klare Botschaft, die ich am Heiligabend so vermisst hatte. Ja, Ostern gibt es nur durch und mit Christus. Das, liebe Geschwister, ist die Gleichzeitigkeit, in der wir leben. Auf der einen Seite verschwinden Kirche und christlicher Glaube aus der öffentlichen Wahrnehmung, werden manchmal bewusst marginalisiert. Auf der anderen Seite gibt es Punkte, wo wir mit unserer Botschaft ganz klar sind, erkennbar, wo wir unser Licht leuchten lassen, wo Menschen bei uns etwas finden, das ihnen die Welt nicht geben kann. Die Gefahr sehe ich dort, dass wir uns von den Abbrüchen, Verlusten und Verletzungen gefangen nehmen lassen. In den vergangenen Wochen haben uns die Zahlen über die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche erreicht, deutschlandweit und für unsere mitteldeutsche Kirche. Bei jedem Gemeindebesuch, bei jeder Kreisenote, bei jedem Konvent spielen diese Zahlen derzeit eine Rolle, eine große Rolle. Wir erleben den eigenen Schmerz und das Erschrecken über die Geschwindigkeit der Abbrüche. Wir hören abschätzige, teilweise sogar gehässige Kommentare, die uns wie Pfeile treffen. Und wir sehen und wir erleben die Wirkung auf die Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst. Habe ich nicht genug gearbeitet, Herr? Fragen sich einige und wissen doch gleichzeitig, dass wir mit unserer Arbeit weder uns noch unsere Kirche retten. Keine Frage, die Zahlen werden uns weiterhin beschäftigen. Jeder Ausgetretene ist ein Verlust für uns als Kirche, die sich als Gemeinschaft der Heiligen versteht und darauf vertraut, dass Christus keinen verloren gibt. Und jeder Ausgetretene ist einer zu viel. Wir brauchen sie alle als Kritiker, Zweifler, Besserwisser und Veränderungswillige in unserer Kirche. Ja, die Zahlen machen etwas mit uns. Da spielen Trauer und Verunsicherung eine große Rolle. Und so sitzen wir noch schreckgebannt wie die Frauen am Karsamstag und schauen auf das geschlossene Grab. Und dann kommt Jesus und spricht, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, schreibt Johannes weiter, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Liebe Geschwister, an unserem Auftrag hat sich nichts geändert. Und es ist alles da, was wir dazu brauchen. Bei der Einladung der Landräte und Oberbürgermeister in Ostthüringen bekommen wir zu hören: Kirche, stellt doch dein Licht nicht unter den Scheffel. Ja, denke ich, wir haben etwas zu sagen und etwas anzubieten. Wir haben eine Geschichte, die erzählt werden will. Das Evangelium von der Liebe Gottes zu uns. Das ist unser Fundament und unser Auftrag. Wir sollen von Gott erzählen, als Hoffnung für die Welt und gegen die Gottvergessenheit in ihr. Kirche existiert dafür, dass diese Geschichte erzählt wird. Und wir haben zweitens Orte, an denen diese Geschichte erzählt wird, an denen sie erzählt, gehört und verinnerlicht werden kann. Orte, an denen Glaubenstraditionen mit dem eigenen Leben und Erleben in Berührung kommen, wogegen allen Anschein die Hoffnung bekannt und lebendig gehalten wird. Die bloße Existenz unserer Kirchen ist ein Fingerzeig auf den Himmel. Ihre Türme sind wie Stecknadeln, die Himmel und Erde verbinden. Und zugleich suchen Gemeinden und Initiativen neue Räume, in denen sie mit anderen dem Wirken Gottes nachspüren. Und schließlich haben wir drittens Rituale, die persönlichste Form der Verkündigung. Mit diesem wird Menschen an existenziellen Punkten in ihrem Leben ein Geländer angeboten, wird ihnen auf den Kopf zugesagt: Du bist gemeint, Gottes Segen gilt dir. Und in der gemeinsamen Feier, besonders in der des Abendmahls, werden wir zu einem Teil der Kirche, die war, ist und sein wird, solange der Herr will. Wir sind hineingestellt in die Reihe derer, die vor uns glaubten, zweifelten und hofften und die nach uns glauben, zweifeln und hoffen werden. All das gehört auch zur Situation unserer Kirche heute. Wir glauben an Christus, der wahrhaft auferstanden ist, und sind deshalb selbst zur Wahrhaftigkeit aufgerufen. Dazu gehört, dass wir das einerseits, andererseits wahrnehmen und diese Spannung aushalten. Keine Schönfärberei. Keine Schönfärberei erschütternder Zahlen, aber auch eben kein Schwarzmalen dessen, was berechtigt Anlass zur Hoffnung gibt. Jetzt kommen Berichte von Landessynodalen aus ihren Erlebnis- und Arbeitsbereichen. Sie hören jetzt Blicke in die Kirchengemeinde. Hohe Synode, liebe Brüder und Schwestern, gerne überbringe ich Ihnen herzliche Grüße aus der Kirchgemeinde Heldburg, aus Mainfranken und im äußersten Süden der EKM. Mit Gottes Hilfe und dem freundlichen Einsatz unseres Superintendenten, Herrn Pfarrer Hartwig Dede, ist es gelungen, unsere Pfarrstelle nach nur halbjähriger Vakanz mit Pfarrer Nikolaus Fläming wieder zu besetzen. Dafür sind wir sehr dankbar und mit unserem neuen, sehr rührigen, freundlichen und umgänglichen Gemeindepfarrer im Bild der Zweite von links sind wir bisher rundherum zufrieden. Was unsere Kirchgemeinde nach der umfänglichen Generalsanierung unserer alten Haibach-Orgel aber gegenwärtig beschäftigt, sind die neuen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem alten Taufstein und vier wiederentdeckten Steinplatten einer alten Predigtkanzel in unserer Stadtkirche zu unseren lieben Frauen. So haben wir erfahren, dass unsere Stadtkirche wohl die weltweit älteste protestantische Kirche ist, wie auch der Taufstein aus dem Jahr 1537 und die Steinkanzel aus dem Jahr 1536
einzigartige historische Zeugen der frühen Reformationsjahre darstellen. Auf dem Bild sind neben unserem Pfarrer Fleming noch Frau Pola, ganz links, die Referentin für kirchliches Kunstgut am Landeskirchenamt, Herr Dr. Sladicek, nächste rechts vom Pfarrer Fleming, Geschichtsmuseum Erfurt, danach die Vorsitzende unseres Gemeindekirchenrates in Heldburg, Frau Nogay, bisschen schlecht zu sehen, im Hintergrund Frau Jakob von den Meininger Museen, dann rechts Kirchenbaureferentin Frau Blaurock und ganz rechts Herr Dr. Nietz vom Thüringer Landesamt für Denkmalspflege und Archäologie zu sehen. In der Mitte sind weitere Steinfiguren, die zum Taufstein und der Steinkanzel gehören, sich aber gegenwärtig noch im Museum Elisabethenburg in Meiningen befinden. Zum Schluss meiner ganz kleinen Geschichte noch ein Literaturhinweis für diejenigen, die sich für diese Umstände vielleicht mehr interessieren. In Glaube und Heimat Nummer 14 vom 9. April diesen Jahres ist ein ganzseitiger Artikel dazu erschienen unter der Überschrift Älteste protestantische Steinkanzel. Und hier sind auch noch ein paar schöne Bilder dabei. Wer sich also dafür interessiert, kann da gerne noch mal nachlesen. Dankeschön. Ich darf heute aus dem Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen berichten. Auf dem Bild sehen Sie den Adventskranz der Kirche Krauthausen, eine kleine Kirche im Kirchspiel Kreuzburg. Dieser Adventskranz wurde von einem Ehrenamtlichen, der im Kirchenvorstand der Kirchgemeinde Krauthausen mitarbeitet, in mühevoller Kleinarbeit hergestellt. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit wird dieser Kranz zum Leuchten gebracht. Von innen werden die Kirchenfenster angestrahlt, sodass das Tauffenster und das Pfingstfenster von allen vorbeilaufenden oder vorbeifahrenden Menschen gesehen werden kann. Die Gestaltung der Fenster wurde von einem Künstler entworfen, der im nächsten Dorf ansässig ist und regelmäßig in der Kirche Krauthausen bei der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes in Form des Singkreises Krauthausen-Madelungen mitwirkt. In Kreuzburg gibt es jährlich das Liboris-Kapellenfest auf der Werrebrücke und die Lichternacht, was inzwischen zu einem festen Veranstaltungsbestandteil geworden ist. Der Michael-Pretorius-Chor unter der Leitung von Anna Fuchs-Mertens umrahmt diese Veranstaltung immer in sehr ausdrucksvoller Gestaltung. Diese größeren Veranstaltungen können nur durch die vielen ehrenamtlichen Helfer bewerkstelligt werden. Durch die eingespielten Teams ist ein reibungsloser Veranstaltungsverlauf möglich. Wie man auf dem zweiten Bild erkennen kann, haben die Kinder bei der Christenlehre immer viel Spaß. Das ist unserer engagierten Gemeindepädagogin Maria zu verdanken. Sie bringt den Kindern in sehr anschaulicher Art und Weise die biblischen Geschichten nahe und die Kinder freuen sich am Ende schon wieder auf die nächste Kinderstunde. Besonders erwähnenswert ist, dass auch Kinder diese Kinderstunde besuchen, deren Elternhaus nicht christlich geprägt ist. Die Gruppen sind teilweise sehr unterschiedlich groß. Wenn die Gruppen kleiner sind, kann auf die einzelnen Bedürfnisse der schwächeren Kinder gut eingegangen werden, was in großen Gruppen einfach untergehen würde. Deshalb finde ich es wichtig, dass es nicht nur große Veranstaltungen gibt, sondern dass auch kleine Gruppen möglich sind. An den Reaktionen der Kinder kann man gut erkennen, wie wichtig es ist, diese kleinen Gruppen zu haben. Manche Kinder würden dann einfach nicht kommen, wenn die Gruppen zu groß sind. Bisher waren wir in unserem Kirchenkreis ganz gut aufgestellt mit unseren Stamm an Pfarrern und Pastorinnen. Aber derzeit merke ich, dass es zu einer immer größer werdenden Belastung für die Pfarrer und Pastorinnen wird, dass die Vakanzen immer größere Ausmaße annehmen. Wenn dann ein Pfarrer mal krank wird, dann gibt es schon sehr große Schwierigkeiten, die Gottesdienste abzudecken.
damit die Pfarrer sich mehr um ihre eigentliche Arbeit, die Verkündigung und die Kausalien kümmern können, wäre es sinnvoll, aus meiner Sicht, die Pfarramtsassistenzen mehr zu unterstützen, sodass sich das viel mehr Gemeinden leisten können. Weiterbildungen in der Pfarramtsassistenz sind nicht existent, das ist zumindest meine Erfahrung. Das wäre aber durchaus sinnvoll. Danke. In unserer Südthüringer Tageszeitung war die Schlagzeile diese Woche: Wo Kinder sind, werden mehr Kinder geboren. Und ja, auch für meinen Arbeitsbereich kann ich diese Aussage im weiteren Sinn bestätigen. Alle Veranstaltungen, die ich als Gemeindepädagogin und Diakonin im Kirchenkreis Hildburghausen anbiete, funktionieren dort gut, wo schon viele Kinder sind. Und so habe ich mein Konzept auf diese Erkenntnis inzwischen aufgebaut. Angebote im Elementarbereich finden deshalb in drei verschiedenen kommunalen Kindergärten im 14-tägigen Rhythmus statt, genannt Fischchengruppe. Mit Einverständnis der Eltern erzähle ich den Kindern biblische Geschichten, wir singen Lieder, beten und spielen gemeinsam. Auch die klassische, traditionelle Christenlehre findet bei mir hauptsächlich an der großen Grundschule statt. Mittlerweile mit 4 altersgetrennten Gruppen, die mit zwischen 12 und 18 Kindern gut ausgelastet sind. Dafür stehen mir Klassenzimmer zur Verfügung und die Uhrzeit befindet sich genau in der Zeit, die die Kinder eh im Hort angemeldet sind. Natürlich sitzen die Kinder nicht in den Bänken, sondern wir treffen uns im Sitzkreis und der Ablauf der Stunde hat keine Ähnlichkeit mit einer Schulstunde. Ich bringe Kreuz und Kerze für unsere Mitte mit. Um die Verbindung zur Kirchgemeinde herzustellen, lade ich die Kinder zu verschiedenen Familiengottesdiensten mit ihren Eltern und Familien ein. Hier auf dem Foto sehen Sie den letzten großen Gottesdienst an Ostern. Die große Verwandlung. Die Kinder durften sich in einem Stegreifspiel von der Raupe zum Schmetterling verwandeln. Und das hat ihnen echt Spaß gemacht. Weiterhin zählen zu meinem Aufgabengebiet Teenie-Gruppen für die 5. und 6. Klasse, Gemeindenachmittage, Weltgebetstage, Lesenacht, Kinder- und Gemeindefeste und eine große Kinderfreizeit in den Sommerferien. In unserem Südthüringer Raum findet man zum Teil noch volkskirchliche Traditionen vor. Die Menschen leben im Rhythmus des Kirchenjahres und alle großen Ereignisse in ihrem Leben werden oftmals noch von einem christlichen Rahmen bestimmt und geprägt. Auch in Gebieten, die diese Verbundenheit nicht mehr vorweisen, herrscht eine große Offenheit gegenüber religiösen Themen. Und Angebote, die vor allem als Erleichterung im Familienalltag empfunden werden, zum Beispiel die große Sommerferienfreizeit, weil dann eben schon mal eine Woche Ferien abgedeckt sind, werden gerne angenommen und gut nachgefragt. Als besondere Herausforderung sehe ich die Situation der vielen kleinen Dorfgemeinden. Und ja, da plaudere ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen, das kennen die meisten, die alle eben gerne ihre eigenen Gottesdienste und ihre eigenen Gemeindefeste hätten. Stellenzusammenlegungen und Kürzungen machen es aber unmöglich, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Wir arbeiten in unserem gemeindepädagogischen Konvent an einem zukunftsfähigen Konzept für den ganzen Kirchenkreis. Neueinstellungen und Ruhestandseintritte machen es uns nun auch leichter möglich, bestimmte Stellenzuschnitte zu überprüfen und neu aufzustellen. Eine verstärkte Arbeit in Regionen wird in der Zukunft immer wichtiger und schafft auch viele positive Synergieeffekte. Zudem, und das passt wieder zu unserem Bericht am Anfang der Synode, befinden wir uns seit mehr als einem Jahr in dem Prozess, dass 4 Kirchenkreise in einer Fusion zusammengeführt werden sollen. 4 Kirchenkreise. Ganz Südthüringen ist es eigentlich, außer Bad Salzungen-Dernbach. Vieles ist noch offen. Die Vorstellungen der Beteiligten müssen in intensiven Gesprächen ausgetauscht und auf einen möglichen Nenner gebracht werden. Ich bin Mitglied des Teams aus unserem Kirchenkreis, das sich regelmäßig mit den anderen Teams der Kirchenkreise
in Abständen trifft, um die Modalitäten aufzustellen und den Kreissynoden zur Diskussion und dann schließlich zum Beschluss vorzulegen. Auch im gemeindepädagogischen Bereich gibt es noch einiges zu klären. Auch die Frage nach der Referentin, dem Referenten, geht das dann für den ganzen Kirchenkreis mit einem Referenten? In welchen Einheiten werden wir uns künftig verabreden? Welche Zusammenarbeit macht Sinn? Viele Fragen, die oft erst im konkreten Benennen der Erwartungen auftauchen. Für diese Aufgabe finde ich es sehr wertvoll, hier in der Landessynode den Austausch mit so vielen unterschiedlichen Menschen und den Regionen dazu zu haben. Dankeschön. Liebe Schwestern und Brüder, hier zur fünften Tagung der dritten Landessynode. Ich darf hier einen Kurzbericht von der Arbeit der Diakonie im Kirchenkreis Greiz geben. Die Vorgabe waren 2 bis 3 Minuten ein Bild. Sehr schwierig, denn davon kurz zu berichten, ist eigentlich unmöglich, weil die diakonische Arbeit im Kirchenkreis Greiz so vielfältig, breit und bunt aufgestellt ist. Wir haben 3 diakonische Träger, die ein wunderbares Netzwerk bilden. Aus Datenschutzgründen habe ich Ihnen kein Foto mitgebracht, sondern einige Themen als ABC der Diakonie im Kirchenkreis Greiz skizziert. Wir als Mitarbeiter der diakonischen Einrichtung im Kirchenkreis Greiz sind für alle Menschen in allen Lebenslagen und Lebenssituationen da. Wir arbeiten, beten, chillen, dribbeln, einkaufen, feiern, gärtnern, helfen, imkern, jubeln, kochen, liefern, musizieren, navigieren, organisieren, pflegen, qualifizieren, reden, spielen, tanzen, unterstützen, vertrauen, wachsen und zertifizieren zusammen. Dieses Zusammen verwandelt durch unsere professionelle Arbeit und durch das diakonische Profil das gesellschaftliche Minus in ein diakonisches Plus. Wir schaffen Mehrwert in der Gesellschaft. Wenn Ihnen das wie eine Werbung für die Diakonie vorkommt, ja, so ist es gedacht. Wir verkündigen das Evangelium durch unsere Hände Tat. Wenn Ihnen das zu schnell ging und das Plakat, wenn es jetzt wieder weg ist, Sie gerne mal nachschauen wollen. Ich habe das Original mit, ich hänge es draußen auf. Und wenn Sie noch Nachfragen haben, wenn Ihnen was fehlt, kommen Sie bitte auf mich zu. Schönen Dank. Liebe Mitsynodale, auch mein Bericht kann nur ein kleines Blitzlicht aus meiner ganz persönlichen Sicht sein, denn umfassend zu berichten würde den Rahmen sprengen. Im Kirchenkreis Erfurt haben wir 7 Kinderchöre, 17 Erwachsenenchöre, 7 Instrumentalkreise, 7 Posaunenchöre, jeweils in unterschiedlicher Größe und natürlich mit ganz unterschiedlichen Repertoiren. Aktuell haben wir 6,55 Stellen im Stellenplan, die mit hauptamtlichen Kirchenmusikern besetzt sind, verteilt auf 12 Personen. Unsere Chöre haben die Pandemiezeit nicht nur gut überlebt, sie wachsen sogar. Wir sind alle sehr froh, nach der langen Zeit wieder uneingeschränkt singen und musizieren zu dürfen. Auch die Zahl der Konzertbesucher ist stabil gut. Man merkt, wie ausgehungert die Menschen nach Musik sind. Das ist überaus erfreulich, zumal es zum Beispiel aus der Theaterwelt auch ganz andere Berichte gibt. Letztes Jahr konnten wir erstmals zusammen mit der Landeskirche die Stelle eines Popkantors in Stellenteilung jeweils 50-50 mit Christian König besetzen. Er hat parallel zu den schon bestehenden Chören ein Gospelchor, die Downtown Gospel, neu gegründet. Trotz der vielen schon bestehenden Chöre ist die Zahl der Sängerinnen und Sänger von anfänglich 40 auf über 90 gewachsen. Im Rahmen der Erfurter Kirchenmusiktage im Herbst diesen Jahres wird erstmals eine Popmesse aufgeführt. Neben rein gemeindlichen Chören gibt es auch übergemeindliche Chöre, wie zum Beispiel die Augustiner Kantorei. Hier ist Ökumene langjährig und selbstverständlich geübte Praxis. Auch über Orgeln im Kirchenkreis gibt es Erfreuliches zu berichten.
Zum Beispiel die historische Hesse-Orgel in der Kirche in Ermstedt, die über lange, lange Zeit in einem sehr erbarmungswürdigen Zustand war. Nach der Restauration wurde sie im September 22 wieder eingeweiht. Ebenfalls im September 22 haben wir im Prediger Kloster eine der wenigen Orgelneubauten der EKM, eine Orgel der Firma Winterhalter aus dem Schwarzwald, eingeweiht. Neben der Nutzung als Gottesdienstorgel im Winterhalbjahr wird sie auch vom Zentrum für Kirchenmusik für die Ausbildung der C-Musiker genutzt. Die Reglergemeinde nimmt gerade ein Projekt in Angriff, ihre nur noch sehr begrenzt nutzbare Orgel durch eine neue Orgel zu ersetzen. Seit vielen Jahren singe ich selbst in der Augustinerkantorei mit. Dreimal konnte die Aufführung der Matthäus-Passion von Bach Corona-bedingt nicht stattfinden. Das war sehr schmerzlich. Aber nun, am Palmsonntag, konnte es endlich aufgeführt werden. Unterstützt wurde die Kantorei von 55 Kindern des Erfurter Kinder- und Jugendchors am Erfurter Dom und des Kinderchors der Regionalgemeinde Sömmerda. Das war für die Sängerinnen und Sänger sowie für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Davon hier das Foto. Zusammen mit dem Andreas Kammer Orchester fahren wir im September 23 nach Krakau, um in der dortigen Augustinerkirche die Hamollmesse aufzuführen. Im Erfurter Norden konnte eine Kirchenmusikerstelle gerade neu besetzt werden. Und am Freitag und Samstag laufen die Vorstellungen für die Neubesetzung der Stelle des LKMD und für die Kirchenmusik im Augustinerkloster. Auch diese Stelle wird in Stellenteilung 50-50 mit der EKM finanziert. Aber in unseren Kirchen haben wir nicht nur viel Kirchenmusik, sondern in den Kirchen gibt es auch sehr viel Musik. Ganz andere Konzerte, externe Konzerte, Benefizkonzerte. Zum Beispiel das Event am vergangenen Wochenende, Rave Like God, was großen Zuspruch fand. Nicht nur großen Zuspruch, sondern auch viel mediale Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, ich darf Ihnen heute von der Vakanzsituation in unserem Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach Einblicke geben. Im Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach gibt es 24.000 Gemeindeglieder, 61 Kirchengemeinden und 21 Gemeindepfarrstellen. Von denen stand vor einer Woche 9 Pfarrstellen besetzt und 2 im Entsendungsdienst versorgt werden. Fast jede Pfarrerin und jeder Pfarrer verwalten zum Teil seit Jahren Vakanzen. In den letzten 4 Jahren hat unser Kirchenkreis netto ein Drittel aller Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindedienst durch Ruhestand und Wegzug verloren. Bei vielen Pfarrerinnen und Pfarrern in der EKM gelten wir als wenig attraktiver Kirchenkreis, obwohl, vielleicht auch weil, wir über weithin vergleichsweise stabile volkskirchliche Strukturen verfügen. In nicht wenigen Dörfern unseres Kirchenkreises, vor allen Dingen in der Rhön, liegt die Zugehörigkeit in der evangelischen Kirche bei über 50%. Die Landeskirche hat kaum Steuerungsmöglichkeiten bei unseren Stellenbesetzungen, kennt zugleich aber auch keinerlei zusätzliche Anreize für Bewerberinnen und Bewerber. Dies führt schon heute zu enormer Ungleichverteilung beim Verkündigungsdienst und könnte sich angesichts weiter sinkender Personalressourcen schon kurzfristig dramatisch zuspitzen. Hier braucht es schnelles Umdenken, pragmatische Entscheidungen und, wenn die Landeskirche schon nicht helfen kann, mehr Eigenverantwortung der Kirchenkreise. Denn die 4 an unseren Kirchenkreis direkt angrenzenden Dekanate in Bayern und Kurhessen zahlen ihren Pfarrerinnen und Pfarrern ein anderes Gehalt. Das heißt zum Teil 12.000 Euro mehr Grundgehalt im Jahr bei häufig besseren Arbeitsbedingungen. Unser Kirchenkreis dagegen steckt jedes Jahr Hunderttausende in die Personalkostenrücklage, weil wir unsere Stellen im Verkündigungsdienst nicht besetzen können. Liebe Schwestern und Brüder, zu viele gescheiterte Besetzungsverfahren lehren uns, dass wir angesichts der Personalsituation in der EKM nicht mehr von Vakanzen sprechen sollten,
sondern dass wir eine schnelle strukturelle Neuordnung in der EKM und mit anderen Gliedkirchen der EKD brauchen. Die Pfarrerinnen und Pfarrer und auch die Ehrenamtlichen in unserem Kirchenkreis sind oft am Limit. Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab. Das sagt Wilhelm Busch, das und auch noch mehr sagt Wilhelm Busch zum Thema Ehrenamt. Ich bin gefragt worden, was es zum Stand des Ehrenamts im Kirchenkreis Jena zu sagen gibt. Es gibt natürlich, gäbe viel zu sagen, vieles, was Ihnen und euch, liebe Schwestern und Brüder, aus den eigenen Kirchenkreisen auch bekannt ist. Was die Aufgaben betrifft, geht es ein bisschen zu wie auf dem Wimmelbild. Der Kirchenkreis Jena ist auch abgebildet. Die EKD sagt in einer Untersuchung von 2013 zum Ehrenamt, die Kirche lebt vom Ehrenamt, wovon leben Ehrenamtliche? Um Ehrenamtliche gibt es Konkurrenz und Kirchenmitglieder sind eher außerhalb als innerhalb der Kirche engagiert. Durchschnittlich hat eine ehrenamtlich engagierte Person 4,3 Ämter, für die monatlich insgesamt im Durchschnitt 14 Stunden aufgewendet werden. Ehrenamtliche sind keine HilfsarbeiterInnen. Das Ehrenamt professionalisiert sich, erkennbar an Tätigkeiten und Ausbildungen. Dafür sind Schulungen, Coachings, Supervisionen zunehmend wichtig. Zumindest in einigen Bereichen gibt es auch Schulungen von Hauptamtlichen für die Ehrenamtliche innerhalb der Kirche. Sehr wichtig. Anerkennung ist mehr als eine Feierstunde. Anerkennung drückt sich im alltäglichen Umgang aus. Dazu gehören Informationen, Material, Schlüssel, Fortbildung, Mitbestimmung, Vertrauen statt Reglementierung. Meine Idee zu dieser Frage war, ich frage in die Runde der ehrenamtlich Tätigen im Kirchenkreis Jena, habe eine Rundmail geschrieben und gebeten um Stichworte aus dem Bauch heraus. Der Rücklauf war leider ein bisschen mäßig und negativ, könnte ich sagen. Überforderung, alleingelassen sein, keine klaren Strukturen, reagieren statt agieren, Abwälzen der Verantwortlichkeit aufs Ehrenamt. Wenn die Ehrenamtlichen es nicht machen, dann schläft alles ein. Marode Bausubstanz als Betätigungsfeld. Eigenverantwortung sollte gefördert und gefordert werden. Freier und einfacher Zugang zu allen relevanten Informationen für den Verantwortungsbereich ist wichtig. Klare Aufgabenbeschreibung, gegebenenfalls Abgrenzung, notwendige Qualifikation. Bei Entscheidungen in Leitungsgremien ist der Zugang zu den relevanten Informationen absolute Voraussetzung. Jemand sagte, ich empfinde, dass mein Ehrenamt sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, dass ich auch hauptberuflich einer in Anführungszeichen normalen Arbeit nachgehe, ist nicht jedem hauptamtlichen Menschen klar. Die Wertschätzung des Ehrenamtes ist also individuell sehr verschieden. Ein politisches Ehrenamt sei viel erfüllender als ein kirchliches. Dort gibt es kein Gefälle, keine Hierarchie. Und es herrscht im kirchlichen Ehrenamt große Unzufriedenheit über die Kirche insgesamt, sagte mir jemand. Ein massives Problem sei, dass Ehrenamtliche die ganze Arbeit machen, aber nicht gleichberechtigt behandelt werden. Freude, fragte ich dann extra nochmal, weil mir die Stichworte sehr schwer im Magen lagen. Freude gibt es über erledigte Bauabschnitte. Ich habe auch meine Chorschwestern und Brüder gefragt. Die sagten, aus ihrer Sicht ist das Ehrenamt sehr vielfältig. Die Musik spielt eine sehr große Rolle, denn das sind ja auch zahlenmäßig sehr viele ehrenamtlich Tätige in den Gemeinden, die mit Freude ihrem Ehrenamt nachgehen.
Und eine wichtige Rolle haben die PrädikantInnen und auch LektorInnen. Ich selber bin eigentlich ganz gute Repräsentantin eines kirchlichen Ehrenamtes oder einer kirchlich ehrenamtlich Tätigen. Ich mache verschiedene Leitungsaufgaben, Chor, Küsterdienst, Lektorinnendienst. Besonders gerne arbeite ich in Kinder- und Familiengottesdiensten mit. Das empfinde ich auch als sehr einladend und möchte nochmal betonen, die Freude, die auf dem musikalischen Betätigungsfeld fürs Ehrenamt zu finden ist. Das war es, was ich dazu sagen möchte. Dankeschön. Bitte die nächste Folie. Hohe Synode, ein Bild aus dem Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen. Wir sehen eine renovierte, aber leere Kirche. Womit müssen wir uns auseinandersetzen? Wir haben es gehört, dem Rückgang der Gemeindemitgliederzahlen, einer hohen Beanspruchung, einer vergleichsweise geringen Anzahl Haupt- und Nebenamtlicher, eine sinkende Bereitschaft zu mittel- und langfristigen ehrenamtlichem Engagement, Budgetdruck auf der Einnahme- und auch auf der Aufgabenseite über alle Ebenen, zum Teil aus Perspektive der Gemeinden mindestens kolossale Anforderungen an formales Handeln, komplexe Verwaltungsabläufe, herausfordernde Kommunikation nach innen und nach außen. Und das nicht nur in einer Kirche, denn wir haben ganz viele Kirchen. Ich bin gebeten worden, zum Thema Innovationsbedarf zu sprechen. Innovation besteht aus drei Dingen: einer Idee, deren erfolgreicher Anwendung sowie ihrer Verbreitung. Aus neuen Fragen entstehen Innovationen, nicht aus modifizierten Lösungen. Das hat uns der Bericht über die Erprobungsräume vorletztes Jahr gezeigt. Deswegen das Bild der Kirchen, sinnbildlich auch ein Bild für unsere Gemeinden, aus der Sicht meines Kirchenkreises, auch insbesondere Gemeinden im ländlichen Raum, bringt uns zu Prüffragen. Der Status quo, den wir jeden Tag erleben können, versus Innovationsbedarf. Wie stellen wir den Bedarf fest? Wie wird ein Innovationsklima für uns greifbar? Vielleicht können wir erstmal fragen, wie wir Innovation ins Werk setzen. Dazu könnte man sagen, mit welchen Gaben gehen wir vor? Welche stehen uns überhaupt zur Verfügung? Mit welchen Ressourcen können wir arbeiten und mit welchen nicht? Wichtig, welchen konkreten Dienst leisten wir für die Menschen bei uns? Und damit ist immer der kleinste Zusammenhang, Brudersiegel, die Gemeinde gedacht. Wie erreichen wir mit unserem Sagen und Tun Relevanz vor Ort? Welche Formen von Gemeinschaft suchen die Menschen? Welche Inhalte erzeugen Zugehörigkeit? Wie erreichen wir vor Ort höhere Zugänglichkeit und wie erlangt Kirche Zukunftsfestigkeit? Das Durchbrechen der volkskirchlichen Logik von Parochie, Hauptamt oder Kirchengebäuden. Wir müssen Kirche neu denken. Und zwar neu denken. Ich mache alles neu. Nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Und was sind Beispiele? Beispiele sind die Gaben unserer Haupt- und Ehrenamtlichen, die vor Ort, ohne zu fragen, ob es erlaubt ist, ob es machbar ist, ob es in einem Rahmen ist, etwas auf die Beine stellen. Das sind Innovationen. Sie bringen ihre Ressource Zeit ein. Das ist etwas, was wir wertschätzen müssen. Beim Dienst können wir an den Wärmewinter denken, der in einigen Gemeinden auf Nutzung gestoßen ist. Die Relevanz zeigt sich immer wieder bei besonderen Ereignissen, zuletzt in unserem Nachbarkirchenkreis Mühlhausen mit einer Trauerandacht, die unheimlich großen Anklang gefunden hat. Gemeinschaft erleben wir bei Aktionen wie der Kirche Kunterbund und bei gemeinsamen Kochabenden in Sommerveranstaltungen und Inhalte
zum Beispiel in einem Glaubenskurs, der bei uns gerade in Ebeleben stattfindet. Die Zugänglichkeit, das ist meine Beobachtung, schaffen wir immer dann, wenn wir etwas niedrigschwellig machen, wie eine Christusfallfahrt von den umliegenden Gemeinden ins Kloster Volkenroda mit anschließendem Gottesdienst, Bewirtung oder einem Karnevalsgottesdienst. Auch das erschließt uns neue Menschen, die vielleicht nicht ganz so im kirchlichen Kontext verhaftet sind. Und die Zukunftsfestigkeit bringt mich immer dazu, meine Gemeindebudgets auf Jugend auszurichten und dort die Ressourcen hinzubringen, denn nur wenn wir die Kinder und Jugendlichen in einem Geist aufwachsen lassen, der Gemeinde und gemeindliches Leben als normal für sie bedeutet, dann schaffen wir es, diese Bindung an die Kirche zu stärken. Das zum Thema Innovationsbedarf. Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, der Relevanzverlust liegt woanders. Die Wahrnehmung eines Pfarrers über seine anlässlich einer Katastrophe geöffneten Kirche ist wie folgt: Eigentlich können wir die Kirche gar nicht mehr zumachen. Wenn bei diesem tragischen Ereignis für alle klar ist, dass sie offen sein muss, wer weiß, was morgen passiert. Und wenn es nur ein Beinbruch wäre. Anfang April kommt, Bruder Woget hat es schon angedeutet, kommt es bei Bad Langensalza zu einem schweren Verkehrsunfall. Durch einen offenbar alkoholisierten Fahrer ohne Führerschein kommen 7 Menschen zu Tode, darunter 5 Jugendliche. Die Familien der Opfer, Freundinnen und Freunde, ganze Dörfer sind in Schock, in Wut, in Trauer und in Verzweiflung. Bei der Trauerandacht in Mühlhausen bekommt die Trauer einen Ort. Wenige behutsame Worte, stimmige Rituale und das Gebet. Der MDR zählt knapp 1000 Besucherinnen, darunter auch Notfallseelsorgerinnen, Feuerwehrleute, Polizistinnen. Kleine Kerzen werden angezündet und stehen vor dem Altar. Für mich der bewegendste Moment, nachdem alle gegangen sind, und das hat lange gedauert, weil es so viele waren, nachdem alle gegangen sind, treten wir mit den Angehörigen zusammen vor diesen Altar und sehen die vielen, vielen hunderte Kerzen. Nicht nur die Ministerin bedankt sich im Anschluss für diese Art christlicher Trauerbegleitung. Neben dieser Andacht treffen sich die Jugendlichen seit dem Unfall jeden Abend in ihrer Jugendkirche, um in ihrer Trauer nicht allein zu bleiben. Eine ähnliche Erfahrung im Januar im Kirchenkreis Hildburghausen. Bei einem tragischen Unfall brechen eine 22-Jährige und ihr 13-jähriger Bruder im Eis ein und kommen zu Tode. Die Notfallseelsorge ist da und reagiert hochprofessionell. Gleichzeitig öffnet die Kirchgemeinde sofort und dauerhaft die Kirche. Dort werden Kerzen angezündet, Beileid bekundet, Gebete gesprochen, das Ganze auch in Social Media geteilt. Die Trauerbegleitung durch den Pfarrer stärkt das ganze Dorf. Nach solchen Beispielen brauchen wir gar nicht lange zu suchen. Kirche ist dort, wo sie gebraucht wird. In Gera-Lusan, mitten in einer Plattenbausiedlung, hat das segensreiche Agieren des Pfarrers in Krisensituationen in der Gemeinde zu einer besonderen Ausrichtung der Arbeit geführt. Auf dem zentral gelegenen kirchlichen Friedhof wird allen, die das möchten, eine kirchliche Bestattung ermöglicht, ob Kirchenmitglied oder nicht. Diese Trauerfeiern sind eine besondere Form der Verkündigung, die auch und gerade von Kirchenfernen ganz stark angenommen wird. Im vergangenen Kalenderjahr werden so 115 Menschen bestattet und deren Angehörige seelsorgerlich begleitet. Die Gemeindeleitung entscheidet, dass das Gemeindeaufbau ist und weiß, dass dafür andere pfarramtliche Aufgaben verteilt werden müssen. Diese 3 Beispiele könnten erweitert werden. Wir berichten aus 2 Gründen davon. Zum einen wollen wir diese guten Nachrichten mit Ihnen teilen. Zum anderen möchten wir ein Denk- und Sprechmuster korrigieren, das sich mittlerweile in vielen Köpfen festgesetzt hat, nämlich die undifferenzierte Rede vom Relevanzverlust der Kirche. Für viele Menschen hat die christliche Botschaft sehr wohl Resonanz, Relevanz. Meine These, unsere These, eine undifferenzierte Rede vom Relevanzverlust der Kirche wird der Wirklichkeit nicht gerecht.
Die damit verbundene Fokussierung auf die Abbrüche führt zu einem depressiv gefärbten Kirchenbild. Gebäude, unser schönstes und schwerstes Erbe. Die Vorsitzende eines Fördervereins sagt: Wir freuen uns, drei große Bauprojekte abgeschlossen zu haben. Nun ist unsere Arbeit darauf ausgerichtet, alte Dorftraditionen mit kirchlichen Anliegen zu verbinden und mit ehrenamtlicher Kinder- und Jugendarbeit zu festigen. Die letzten Jahre und Jahrzehnte standen vielerorts unter dem Vorzeichen von Kirchensanierungen. Inzwischen sind die meisten Kirchengebäude instand gesetzt, selbst die meisten Orgeln. Taufengel wurden restauriert, Stahlglocken teilweise erneuert. Unsere Kirchengemeinde, ihre Räte und viele Kirchbauvereine haben Großartiges geleistet. Und das mit einer Nachhaltigkeit, die sich sehen lassen kann. Nun haben wir wunderbare Kirchengebäude, in denen aber teilweise nur alle 4 bis 6 Wochen Gottesdienst gefeiert wird. Ab und an trifft man sich zu einer Abendandacht oder einer Kasualie, gern auch von Menschen, die nach der Hochzeit oder Taufe der Kinder in Omas Kirche wieder die Heimreise antreten. Ansonsten stehen viele unserer Dorfjuwelen leer und die meisten abgeschlossen. Dabei bauen die Gemeinden ihre schönen und erhaltenswerten Kirchen mit teilweise öffentlichen Mitteln, ohne dass sie öffentlich zugänglich sind. Und für manche wird das Kirchengebäude dann zu einer Silhouette, einem Orientierungspunkt in der Landschaft, einem geografischen Identifikationsmerkmal. Eine Frau am Blumenstand erzählt: Ich gehe ja nicht in die Kirche, aber immer wenn ich über den Berg auf unser Dorf zufahre, sehe ich den Stern im Turm, dann bekomme ich mein Zuhausegefühl. Ja, die Kirche soll im Dorf bleiben, sie muss im Dorf bleiben. Aber wenn es um mehr als eine Notsanierung gehen soll, um eine Notsicherung gehen soll, dann muss die Kirche zukünftig ein Dach für alle bieten. Ein Dach für die Gemeinschaft und den Gemeinsinn vor Ort. Ein Dach für Austausch und Feier, für Rituale und Weggemeinschaft. Damit erfüllen wir auch noch ganz nebenbei eines der größten Bedürfnisse unserer Zeit: Gemeinsinn zu stärken und zu leben, wegzuschauen vom eigenen hin auf das, was die Gemeinschaft stärkt. Wir halten es für dringend notwendig, dass die Gemeindekirchenräte und Kirchbauvereine sich nicht nur mit dem Bauen, sondern bereits vorher und parallel mit der Nutzung ihrer Kirchengebäude beschäftigen. Unsere These: Wir müssen unsere Kirchengebäude aus der nur für uns Ecke herausholen. Die Heilsgeschichte Gottes braucht und sie hat Orte. Wir sollten unsere Kirchengebäude zutrauen, solche Orte zu sein, nicht nur für uns, sondern auch für andere Nutzerinnen und Nutzer. Mixed Economy als Gestaltungsaufgabe. Die Wahrnehmung einer Dekanin aus Hessen: Ihr seid schon da, wo wir noch hinkommen. Im vergangenen Jahr gab es in den Konventen der Kirchenkreise einige Gespräche über die Erprobungsräume unserer Landeskirche. Dabei ging es teilweise darum, die Erprobungsräume erstmal bekannt zu machen. In Gesprächen werden auch Enttäuschungen formuliert, die manchmal schon vor Jahren bei der Einführung der Erprobungsräume gewachsen sind. Der Hype des Neuen wurde mancherorts als Abwertung der bisherigen Gemeindearbeit wahrgenommen. Auch die hohen Investitionen der Landeskirche in die Erprobungsräume hinein sind ein Thema. Neben diesem kritischen Blick von innen steht die positive Wahrnehmung der Erprobungsräume auch außerhalb unserer Landeskirche. Auch im letzten Jahr waren wieder viele Gäste anderer Landeskirchen bei uns zu Gast und haben Erprobungsräume besucht. Häufig hören wir Sätze wie den eben zitierten: Ihr seid da, wo wir noch hinkommen. Dabei wird uns ein Vorsprung unterstellt. Beim genauen Hinsehen merken wir, wir haben erstmal nur einen Problemvorsprung. Unsere Erprobungsräume lassen Menschen innerhalb und außerhalb der EKM manchmal denken, wir wären damit schon auf dem Lösungsweg.
Das ist nebenbei gesagt nicht das Selbstbild der allermeisten Erprobungsräume, die eine Lösung für alle kirchlichen Herausforderungen unserer Zeit zu bieten. Der Lösungsweg besteht im Probieren und im Korrigieren und vor allem darin, das Bestehende mit dem Neuen so zu verbinden, dass das Ganze neu wird, ohne dass alles anders werden muss. Ein fruchtbares Miteinander zwischen Parochialgemeinden und Erprobungsräumen zu gestalten, darin läge ein wirklicher Lösungsvorsprung. Ein erster Schritt kann sein, gemeinsame Themen wahrzunehmen. Exnovation ist so ein Thema, das in den Erprobungsräumen diskutiert wird und auch Parochialgemeinden betrifft. Exnovation heißt, abschaffen, was nicht mehr wirksam ist. Viele Gemeinden kennen diesen Zwiespalt. Hauptamtliche und Ehrenamtliche möchten gern etwas Neues ausprobieren, kommen aber wegen der bereits bestehenden Aufgaben und Verpflichtungen nicht dazu. Es reicht deshalb nicht aus, zu überlegen, was wir neu beginnen könnten, sondern es braucht gleichzeitig das Ringen darum, was zugunsten des Neuen weggelassen wird. In anderen Bereichen werden Abwrackprämien gezahlt. Was sind unsere Ideen, Unwirksames auszusortieren? Die Auseinandersetzung muss in den Kirchgemeinden geführt werden. Unsere These: Der Problemvorsprung allein nützt nichts. Wir brauchen einen Problemlösungsvorsprung. Dazu gehört, den Kontakt zwischen den Erprobungsräumen und parochialen Gemeinden zu gestalten. Es braucht nicht überall ausgeschriebene Erprobungsräume. Es braucht flächendeckend die Kultur der Erprobung und den Mut zur Exnovation. Geht hin über alle Milieugrenzen hinaus. Eine Kirchenmusikerin im ersten Dienstjahr sagt: Wir machen die meisten unserer Angebote hochwertig und personalintensiv, aber alle für die gleiche Milieugruppe. Bachwochen in Thüringen, fantastische Musik, mitreißende Aufführungen, Passionsgeschichte, die unter die Haut gesungen wird. Wir haben an den großen und größeren Kirchen teilweise konzertante Gottesdienstgestaltung und leisten uns ein Niveau, welches sich einschlägige Häuser teuer bezahlen lassen. Orgelsommer, regelmäßige Musiken, sie alle tragen zur Kultur in unserem Land und zu einem beträchtlichen Teil bei, vor allen Dingen dort, wo in ländlichen Gebieten diese Art von Infrastruktur längst ausgezogen ist. Im städtischen Bereich wird die damit verbundene Milieuverengung weniger auffallen. Wenn an einer Stadtkirche die einzelnen Kantaten des Weihnachtsoratoriums entsprechend den Feiertagen gespielt werden, ist trotzdem das Haus voll und die Matthäuspassion ist ausverkauft. Aber mit all dem sprechen wir nur wenige Zielgruppen an. Dass Musik im Raum der Kirche auch Menschen außerhalb des bildungsnahen und kulturaffinen Milieus erreicht, wird zum Beispiel dort sichtbar, wo sich zum Beispiel eine Kirchenmusikerin aufmacht und in Kindergärten und Schulen geht. Oder der musikalische Pfarrer, der inzwischen 80 Kinder und Jugendliche in Gitarrengruppen zusammenfassen muss, um das Pensum zu bewältigen. Oder Musicalarbeit oder Schlagergottesdienste. Das sind Ausstrahlungsorte, selbst wenn diese in der Öffentlichkeit teilweise wenig mit Kirche verbunden werden. Beides ist nötig. Im kirchenmusikalischen Premium-Bereich sind wir richtig gut. Auf der anderen Seite haben wir noch Luft nach oben. Milieugrenzen zu überschreiten, das hat Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern vorgelebt. Und seitdem treibt der Geist Gottes die Gemeinde dazu an. Deshalb beobachten wir besorgt eine Ausdünnung dort, wo wir als Kirche wahrnehmbar genau das tun. Es sind aufmerksame Dienstvorgesetzte, die wahrnehmen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer mit den immer größer werdenden Gebieten an ihre Grenzen kommen. Und natürlich überlegen sie, wo Entlastung geschehen kann, wo Aufgaben abgegeben oder aufgegeben werden müssen. In mehreren Fällen war das jetzt die Notfallseelsorge. Eine Arbeit, die Menschen in Krisensituationen begleitet, die bisher nie mit Kirche Kontakt hatten. In anderen Fällen der Religionsunterricht, eine der Möglichkeiten,
ungeachtet aller Milieugrenzen, mit Schülerinnen und Schülern, Lehrenden und Eltern im Kontakt zu sein. Ein zu großes Thema für kleine Gemeinden, meint ihr? Wir denken nicht. Und ich will nur beispielhaft die Kirchengemeinde Apolda nennen. Dort hat man jetzt eine direkte und verbindliche Anbindung an eine der vielen Kindertagesstätten in diakonischer Trägerschaft gesucht. Einmal wöchentlich findet eine gemeinsame Aktivität statt, die Kirchengemeinde und Kindergarten verbindet. These: Wir nehmen wahr, dass bei geringer werdenden Ressourcen die Kräfte nach innen gebündelt werden. Wir brauchen aber das Gegenteil: Menschen, die milieuübergreifend arbeiten, ob nun in der Gemeinde oder auf landeskirchlicher Ebene. Der Stellenplan trägt nicht mehr. Eine Wahrnehmung, ein Zitat aus der Einbringung des Personaldezernenten unserer Landeskirche zur letzten Synode. Er sagt: Bereits im Jahr 2030 wird fast nahezu jede vierte Pfarrstelle unserer Landeskirche nicht besetzt sein. Zitat Ende. Das, was unser Personaldezernent für das Jahr 2030 in Aussicht stellt, ist, wie wir eben von der synodalen Börnecke gehört haben, in manchen Kirchenkreisen längst Realität. Der Personalmangel führt zu einer Arbeitsverdichtung für die verbleibenden Pfarrerinnen und Pfarrer. In vielen Kirchenkreisen wird deshalb versucht, die Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst durch Verwaltungsmitarbeiterinnen zu entlasten. Hier liegt Potenzial, Pfarrerinnen und Pfarrer noch stärker den Dienst als Geistliche zu ermöglichen. Wenn viele Gemeindepfarrerinnen etwa 30% mit Verwaltungsdingen beschäftigt sind, fehlt diese Zeit für Gottesdienste, für Seelsorge oder Kinder- und Jugendarbeit. Zugleich zeigt sich, dass es schwierig ist, die gewachsenen Strukturen und Kulturen zu verändern. Und wir müssen uns auch selbstkritisch fragen, wo landeskirchliches Leitungshandeln, ohne es zu wollen, die Verwaltungslast zusätzlich erhöht. Die größte Herausforderung für die Fläche sind jedoch die unbesetzten Pfarrstellen. In immer mehr Kirchenkreisen sind Vakanzen ein lang anhaltender Zustand, der mit dem noch verbliebenen Personal nicht mehr gestaltet werden kann. Im Kirchenkreis Mühlhausen wurde deshalb in einem Fall die Vakanzverwaltung nicht einer Pfarrperson zusätzlich übertragen, sondern es wurde eine nicht ordinierte Mitarbeiterin als Vakanzkoordinatorin mit all den Aufgaben beauftragt, welche auch nicht ordinierte Mitarbeitende gut übernehmen können. In anderen Kirchenkreisen sind die Probleme gravierender. In Bad Salzungen-Dernbach hat inzwischen jeder Pfarrer und jede Pfarrerin zusätzlich zum regulären Dienst eine Vakanzvertretung inne. Die Not, für zwei arbeiten zu müssen, macht es den Pfarrerinnen nicht leicht, auf ihrer Stelle zu verbleiben. Wir haben inzwischen Kirchenkreise, in denen der reguläre Stellenplan obsolet geworden ist. Kann es uns gelingen, diese Not auch als Gabe zu sehen? Hier ist schon da, was anderswo erst kommt. Hier können wir jetzt schon erproben, wie wir mit den Herausforderungen umgehen können. Im Rheinland steht ein Kirchenkreis mit seiner Landeskirche im Gespräch darüber, zu einem Erprobungsraum zu werden. Es wird darüber nachgedacht, in diesem Kirchenkreis die bestehenden Verordnungen für den Personaleinsatz außer Kraft zu setzen, um jenseits der bereits immer schon gedachten Möglichkeiten wirklich Neues auszuprobieren. Der Kirchenkreis Gera überlegt Ähnliches, die Gespräche mit der Landeskirche EKM haben begonnen. Unsere These: Wir brauchen Kirchenkreise, die den Mut haben, ihren Verkündigungsdienst exemplarisch ganz neu zu strukturieren. Wir brauchen die Bereitschaft der Landeskirche, von bestehenden Verordnungen abzusehen und den Kirchenkreisen Freiräume zum Gestalten zu geben. Und wir müssen innovativ über die Berufsbilder des Verkündigungsdienstes nachdenken, genauso wie es der Personaldezernent Michael Lehmann bereits auf der Herbstsynode 22 angeregt hat. Liebe Geschwister, als Ausblick sehen wir auf die Ressourcen. Alles, was wir brauchen, ist da.
Wir haben die gute Botschaft und Angebote, die für Menschen relevant sind. Wir haben Orte, an denen Menschen Gott und einander begegnen. Wir haben mutige Kirchengemeinden, wir haben Erprobungsräume. Wir haben Kirchenkreise, die ausprobieren wollen und es schon tun. Wir haben den Mut, auch schwierige Themen anzusprechen und anzugehen. Und das Wichtigste, wir haben eine Verheißung, die in all den Herausforderungen unserer Zeit trägt. Liebe Geschwister, Jesus ist da und spricht: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also auf.